Hi Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Planet Coaster. Ja. Wir haben beim letzten Mal Bronze geschafft. Und jetzt wollen wir uns langsam damit beschäftigen, Silber zu schaffen. Und ich schätze mal, dafür sollten die hier mehr arbeiten. Das heißt, die ruht sich sehr viel aus. Das heißt, wir müssen mehr Werbung machen. Also mehr Werbung im Sinne von mehr Tiere einsetzen. Vielleicht auch noch so einen nochmal einsetzen. So einen Beef-Typen nochmal einsetzen. Jetzt müssen wir langsam aufpassen. Kaffee eben halt auch mal. Davon gibt es nicht so viele. Von den Kaffeedingern. So, jetzt hoffe ich mal, dass sich das hier drauf auswirkt. Dass hier dann nochmal was passiert. Der läuft dann einfach rüber und... Ah, okay, perfekt. Das ist perfekt. Das ist perfekt. So, immer die müssen wir im Auge behalten. Wenn die wie die jetzt nicht so glücklich sind, da, die müssen mehr Geld geben hier. Oder die müssen besser werden. Wenn der Arbeitsaufwand sehr hoch ist, das ist hier. Das sind die beiden. Das sind die. Wir haben leider kein Geld für gerade. Aber bald. Kostet ja ein paar Dollar, ne? Die abzufrühstücken, die ganzen Leute. Heute hat sie viel zu tun, sagt sie. Monatlicher Profit war schlecht. Parkbewertung ist ein bisschen runtergegangen. Das ist schlecht. Die sagen lange Wartezeiten. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Möglichkeiten, wo die reingehen können. Dann wird das schon gehen. Das ist schon teuer hier. Hm? Da. Etwas Training, wird dieser Job vielleicht. Oh, guck dir das an. Die hat trotzdem noch so viel zu tun. Das heißt, die sitzt an einem richtig guten Spot. Die kann richtig Kohle reinbringen, eigentlich. ...100% im Dienst verbraucht. Die ist halt nur am Arbeiten. Ohne Ende am Arbeiten. Ja, für den Rest habe ich kein Geld. Jetzt gucken wir mal. ...114 Kunden hat die, der Hotdog stand. Und der Couple Flash hat... ...88, boah. Ah, guck mal, jetzt kann ich die andere auch noch machen. Aber die sind alle niedrig. Okay, dann sparen wir lieber für eine weitere Attraktion. Die wir uns ja auch leisten wollten. Aber Ding ist, da waren eigentlich zu viele Animateure. Sehe ich schon. Eigentlich zu viele Animateure. Aber es hilft mir jetzt nichts. Der ist bald zurückgezahlt. Ist nicht mehr viel. Sind 1000 noch was. Marketing hat jetzt aufgehört. Ich könnte nochmal gucken, dass wir vielleicht so ein... Ideal für kleinere Parks. Wer fühlt sich denn hier... Wohl. Familiengruppen geben aber nicht so viel aus, ne? Eigentlich geben die Teenager hier ziemlich viel aus. Dann wollen wir doch auch mal
Marketing für die Teenager machen. Auf geht's. Marketing für Teenager. Wenn davon mehr reinkommt, sollte das nicht schlecht sein. Okay. Hier müsste eigentlich auch, wer weiß, was los sein hier bei der Tante hier, aber pff, gar nicht. So überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Einen davon rausschmeißen. Den. Dafür machen wir einen anderen Laden da rein. Der dir die Kunden besser hält oder so. Souvenirladen zum Beispiel. Wieso geht das nicht? Okay, dann ist das Gebäude jetzt fertig. So, es kostet 200. Schauen wir mal, wann wir das Geld da haben. 9, 9, 9, 9, 9. Okay. Es wird wieder Sommer. Sonne kommt raus. Leute sind glücklich. Haben wir Marketing wieder abgebrochen. Weil wir kein Geld hatten dafür. Ist etwas traurig für uns. Etwas traurig. Jetzt wird das immer schlimmer mit dem Geld. Ah. Aber bald haben wir das Darlehen bezahlt. Und dann müsste es auf jeden Fall rapide hochgehen. Also ich meine, wirklich rapide. Das kann nicht sein. Das wird auch nur so ein bisschen dann machen. Zumindest machen wir jetzt schon mal Plus. Ah, da war es gerade. Na komm. Na komm. Ach komm, Mann. Jetzt geht's wieder ins Minus. Jetzt drehen wir uns wieder im Kreise rum. Das gibt's ja gar nicht. Habe ich schon erwähnt, dass mein Controller kaputt ist? Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal erwähnt, ne? Also, beim letzten FIFA-Spiel. Oder beim letzten FIFA-Spiel. Das ist mit dem Controller abgebrochen. Wie blöd. So eine Kleinigkeit am Controller, aber der ist eben halt jetzt ja hinüber. Das ist sehr blöd. Aber ich will mir bald einen neuen holen. Die sind arschteuer. Ja. Perfekt. Guck mal. Guck mal, da geht doch was. Geht doch was. Da geht jetzt was. Das geht, das geht. Das geht, das macht er gut. So, jetzt wollen wir da hinten auch mal irgendwann mal was bauen. Und wie das aussieht mit Finanzen. Haben wir bezahlt. Perfekt. Marketing. Okay. Wir müssen auf jeden Fall noch mal ein paar Knüller einbauen, die uns hier Geld bringen.
Auch wenn das heißt, eigentlich will ich nicht nochmal zusätzlich Geld wieder aufnehmen. Ich guck mal, was haben wir denn hier gemacht? 500 plus, 500 plus. Da waren Baukosten von 200 dabei. Ist jetzt nicht so gut, ne? Die Lohnkosten sind mit 4,5 schon echt teuer. Das ist schon echt teuer. 2,2, was brauchen wir denn? 2,5. Schade. Okay, wir holen uns noch einmal Geld. Will jetzt hier nicht Ewigkeiten rumstehen, ne? So, das sah ganz cool aus. Eingang. Ausgang. Eingang platzieren. Ich nicht breiter machen. Was? Durchbricht Gelände. So, der Rest ist mir erstmal egal. Das werden wir sofort eröffnen. Obwohl, lieber nicht, warte. Obwohl, das sieht aber ziemlich gut aus. Können wir eröffnen. Hier werden wir fragen, 15 Dollar, das sollte okay sein. Und jetzt machen wir eben schnell Szenarien drumherum. Szenarien. Wir sind hier immer noch in der Welt von Science Fiction. Nee, ich stand da gerade 3000. Nee, wir müssen sparen. Guck mal. So. Was war das denn? Wand. Ah, steht einfach nur Wand. Oh, das ist cool. Guck mal, wie riesig das ist. Können wir da drunter herlaufen, das geht schon. Gebäude. Das sieht sogar cool aus. Kommt ja noch keiner bis hier. So, und? Da haben wir 100. Das ist bei 90. 290. 290. Naja, 407. 407 ist okay. Das ist jetzt hier halt nichts Besonderes, ne?
Hat sich hier irgendwas getan? Nö. Nö. Leute, ich habe nicht mehr so viel Geld. Das ist zu teuer. Ach komm, Leute. Ja, komm. Machen wir hier 10 Euro. Machen wir hier einen fetten Zehner. Was ist denn hier noch drin? Nichts mehr, das ist mir zu düster. Nichts mehr, gar nichts mehr. So, dann haben wir hier nämlich noch ein bisschen Platz, um Sachen zu machen. 1000. Krass. Wo kriege ich das Geld? Fahrgeschäfte. Okay, Läden machen diesmal wieder weniger. Das ist natürlich blöd. Toilette haben wir gesagt, wollen wir hier noch haben, ne? Dann hier passt die Toilette. Achso, das ist so eine Toilette. Ne, da will ich ja nicht. So, jetzt haben wir auch eine teure Toilette. Ein Rest, eine Information. Ja, ich glaube, da nehmen wir den ganz einfachen Infostand, ne? Geldautomaten könnt ihr hier auch haben. Die Geldautomaten sind auch im Zimmer wichtig. Alter. Das sieht ja aus, ey, wie Sau. Wie Sau. Richtig wie Sau. Gott, wo ist der vom Reinigungsdienst? Du musst hier zuerst arbeiten, sorry. Wurde schon besser ausgebildet. Es hilft halt nichts. Du wurdest schon besser ausgebildet. Okay, perfekt. Gucken wir hier nochmal. Das ist alles niedrig. Da gucken wir gleich mal, was da Sache ist. Warum das da niedrig ist. Die sind wieder beide auf hoch. Das sind die zwei jetzt, ne, die ich geändert habe hier. Ja, die pushen sich gegenseitig. Perfekt. Hm. Die haben wir auch noch nicht auf so hoch, ne? Die haben gerade mal die erste Stufe erreicht. Das wäre ja ganz praktisch, wenn wir jetzt sagen würden, okay, hier hast du mehr Geld. Also beziehungsweise eine bessere Fortbildung, ne? Ja, und der. So. Der Rest, guck mal, der Rest ist okay. Das ist niedrig, das gefällt mir nicht. Könnte mehr Arbeit erledigen. Hm. Das ist wieder so ein Kaffee-Ding, ne? Die Kaffee-Dinger ziehen halt nicht, ne? Ich immer das Problem habe mit dem Löschen, ne? Dass ich das nicht so rauskriege. Okay, jetzt machen wir da wieder was anderes rein. Trotzdem was zu trinken.
Achso, nee, ich muss erst sagen, das Gebäude ist fertig. Und dann kommt da so ein Energy-Ding rein. Okay, ich bin mal gespannt. Bin ich gespannt und schauen wir direkt mal, was hier immer noch hoch. Okay, weil nämlich alles, was hoch ist, müssen wir ausbilden. Animateure, ja. Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher, ob die ihr Geld wert sind. Wir haben beide nichts zu tun, okay. Da bin ich mir halt echt nicht sicher. Aber es hilft nichts. So, was haben wir erreicht? 500, das ist nicht viel. Das heißt, wir haben wieder nichts erreicht für unser Ziel. Hier ist auch relativ wenig. Was sagen die denn hier drüber? Eigentlich sind hier alle relativ zufrieden, dass sie das hier machen können, ne? Ich schätze mal, die brauchen bloß zu lang bis hier. Beziehungsweise, wir haben zu wenig Leute hier. So, schauen wir mal, was die Gäste so sagen. Mehr Toiletten, mehr Trinken, mehr Essen, mehr Energie. Die sind zufrieden und haben auch... Das ist auch okay. Das ist halt heftig, ne? Oh, was? Wo ist das denn? Weg damit. Das geht halt gar nicht. Wer ist denn im letzten Monat? Okay, das kann natürlich sein. Wenn wir am besten sind, was für Trottel. Ja, okay, verständlich. Den schmeißen auch weg. Kannst du nicht leisten. Ja, der steht da eigentlich auch für sich ganz cool, aber die Leute bleiben hier nicht stehen. Das müssen wir eventuell jetzt unterstützen oder verändern, indem wir... denen hier mal 2, 3 Essensmöglichkeiten hinbieten. Nochmal ein bisschen was an Mülltonnen. Vielleicht bleiben die dann häufiger hier stehen. Vielleicht auch noch was Lustiges szenarienmäßig. An Natur ist schwierig. Ein paar Ballonsäulen sind ganz lustig. B-Bots. Uff, die ist riesig. Was ist das? Eine Fettikanone. Hier, solche Pilze gab's. Direkt abonniert. Kapitelkanone. Was? Ja, aber hier können wir mal eine reinballern.
Irgendwie ein Science-Fiction-Park. Was ist das? Ja, hier machen wir sowas hier. Aber sowas machen wir hier. Da freuen sich die Leute. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Die Warteschlange nimmt ja kein Ende. Ich stehe schon seit Ewigkeiten. So, was noch? Essen, trinken. Warum isst der denn nichts? Ich bin ausgehungert. Verstehe ich nicht. Verbleibendes Gruppenbudget. Die haben alle kein Geld mehr. Das ist die Wahrheit. Die haben einfach kein Geld mehr. Die haben einfach kein Geld mehr. Da ist jetzt hier runter. Hier unten haben sie halt auch kein Geld mehr. Stehen hier, wollen sich was gönnen. Wie doof. Die wollen sich was gönnen, aber haben dann kein Geld mehr. So, für alle Objekte gleich, für alle gleich. 30 Cent. Wir müssen den Selbstkostenpreis wieder reinkriegen. So. Ja, viele haben wir nicht geschafft, leider. Warum auch immer. Weil das da hinten noch nicht so gut anläuft hier. Hier hinten läuft das noch nicht so gut an. Wir sollten hier vielleicht nochmal so ein kleines Fahrgeschäft beipacken. Sowas, wo die Leute mehr Spaß dran haben. Leider, was ist das? Ja, damit haben die Leute Spaß. Okay, den packen wir hier hin. Risiko. Eingang. Ausgang. Verbinden. Oh, ich habe noch Geld. So, direkt. Testen. So. Das ist voll. Wir können es nicht anmachen. Naja, den lassen wir erstmal machen und dann wird's schon. Auch so hoch. Na klar. Schienenfahrgeschäft. Oh, das macht richtig Spaß. Ring Racer. Wie groß ist das? Ah, das ist so eine Go-Kart-Bahn. Das ist cool. Das ist so eine Go-Kart-Bahn. Go-Kart. Schwebebahn. Gucken. Hat das jetzt funktioniert? Das hat funktioniert. Ja. Und Leute, gib ihm. 11 Euro. Aber hier hinten kommen die halt einfach nicht hin, ne? Die halten sich hier hinten einfach nicht auf. Ich weiß es noch nicht.
Also egal. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.